Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Werder TV Inside. Heute vor dem wichtigen Auswärtsspiel gegen Hertha BSC und mit einem Hinrundenrückblick in Toren und in Worten dazu aber gleich noch mehr. Ja, ihr hört richtig, Hinrundenrückblick und das mitten in einer englischen Woche. Keine Zeit. What? Klingt ein bisschen komisch, aber Zeit für Winterpause ist eben nicht. Und wir fokussieren uns nur auf dieses Spiel, auf nichts anderes. Und ich habe keine Zeit und auch vor allen Dingen darf ich keinen Tropfen Energie darauf verwenden, was nach Hertha kommt. Jetzt zählt's. Und mit nur 3 Tagen zwischen 2 Spielen hat man zum Glück eben auch kaum Zeit, über das letzte Spiel gegen Hertha BSC nachzudenken. Oh ja. Ja. Nee, überhaupt nicht. Das war überhaupt nicht der Anfang von der Saison, was wir haben sich gewünscht. Nein. Ja, genau deshalb schauen wir beim Hinrundenrückblick nur auf die Momente, die uns Zuversicht geben. Ein Rückblick mit 19:0 Toren, ja, das passt. Ist euch das eigentlich auch gerade aufgefallen? Das Spiel gegen Hertha BSC hier im Wohn- und Westweserstadion war das letzte von uns mit Zuschauerbeteiligung. Und jetzt, Fun Fact, vor der Corona-Pause war das letzte Spiel gegen Hertha auch das letzte mit Zuschauerbeteiligung. Was das wohl zu sagen hat? Ja, am Samstag sieht der Gästeblock dann wohl eher leer aus. Vielleicht bezeugt Bernie Sanders dann nach der Amtseinführung des US-Präsidenten den 5. Werder-Sieg der laufenden Saison. Ja, das hoffen wir natürlich alle. Aber das
es wird überhaupt nicht einfach. Die haben jetzt ein nicht so gutes Spiel hinter sich. Und es wird wirklich nicht leicht für uns, aber ich glaube, wir haben gezeigt, dass wir haben, auch wenn wir einen Schlag bekommen, dass wir schnell wieder zurückkommen oder lernen schnell und wiederholen nicht oft sehr schlechte Leistungen. Ja, das können wir mit Rückblick auf die Hinrunde wohl genauso stehen lassen. Zwar sind unsere Leistungen stabil gewesen, jetzt mit Ausnahme von Union Berlin schon eine gewisse längere Zeit, aber also ich kann natürlich nicht für jeden einzelnen Spieler sprechen, aber ich saß Dienstagabend nicht grinsend im Bus. Und ich bin sauer, dass wir keine Punkte geholt haben im letzten Bundesligaspiel. Und nach jedem Spiel verändert sich die Situation. Das ist unser, so sind wir. Also, und wer so nicht ist, der hat auch aus meiner Sicht in dem Beruf und in dem Sport nichts zu suchen. Samstag 18.30 Uhr, der Rückrundenauftakt von Werder Bremen gegen Hertha BSC. Die Chance, es besser zu machen. Das Wichtigste von der Pressekonferenz vor dem Spiel in aller Kürze. Herzlich willkommen zu PK, der Spieltagscheck. Der Kader wird genau der gleiche sein wie gegen Gladbach. Und dann schauen wir, was ich mir heute Abend so ausdenke. Nee, entspannt auf gar keinen Fall. Und ich gucke nur auf morgen. Und gegen Hertha haben wir in der Hinrunde nicht gepunktet. Dementsprechend, was auch von den Grundvoraussetzungen her, das habe ich damals gesagt und das sage ich auch heute noch so, einfach auch mal passieren kann, weil da eine Menge Qualität ist. Aber wir wollen jetzt morgen unbedingt punkten und alles andere ist jetzt erstmal nicht in meinem Kopf. Also, ich habe keine Zeit und auch vor allen Dingen darf ich keinen Tropfen Energie darauf verwenden, was nach Hertha kommt. Jetzt zählt's und dann haben wir 6 Tage oder 7 Tage frei bis, frei nicht, aber 7 Tage zwischen den Spielen und dann geht's weiter. Also keine Zeit. Darüber hinaus, gegen wen spielen wir denn nach Hertha? Hat er wirklich gut gemacht in Gladbach und auch Trainingseinheiten, die wir haben, sind ja nicht viele, aber wir haben gestern trainiert, heute trainiert. Und er hat natürlich auch mehr trainiert als die viel gespielt haben. Sie sehen wirklich gut aus, er wirkt sehr spritzig, er wirkt sehr agil und also sagen wir mal so, Hertha und Schalke sind die beiden Spiele, wo ich schon damit rechne, dass er vielleicht morgen, also ich will es nicht ausschließen morgen, kann sein. Aber spätestens Schalke ist er jemand, der auch dann wieder realistische Startelfchancen hat. Aber wenn wir morgen mit ihm beginnen, dann 45 bis 60. Ganz ausschließen will ich es nicht. Das war PK, der Spieltagscheck. Soweit die sportliche Vorbereitung auf das Auswärtsspiel. Fehlt für das perfekte Wochenende eigentlich nur noch einer. Nein, nicht schon wieder er, ich meine Uwe. Moin, Berlin. Was habe ich für Erinnerungen an Berlin? Eine einzige Erinnerung habe ich an Berlin. 2004 das Double. Und dann noch eine Erinnerung. Moin, Berlin. Ich habe 2 Erinnerungen. Double-Sieg in Berlin und letztes Auswärtsspiel, wo das Fanmobil gewesen ist. Danach war vorbei. Dann kam diese Corona. Tja, was soll ich euch sagen? Ich hoffe, dass ich dieses Jahr... Jetzt darf ich ja nicht nach Berlin, aber dass ich dieses Jahr noch mindestens einmal nach Berlin darf. Weil da gibt es ja noch ein Pokalfinale. Und würde mich freuen, wenn ich euch dann da sehe. Daumen hoch und wir sehen uns in Berlin. Ja, und wir sehen uns dank des Internets überall auf der Welt, wo auch immer ihr wollt. Und das bringt mich zu der Frage, von wo schaut ihr eigentlich Werder TV Insight? Schreibt es uns doch einfach mal unter dieses Video in die Kommentare. Wird uns wirklich interessieren. Freuen wir uns auf eure Grüße. Grüße gehen raus an euch. Wir sehen uns nach dem Wochenende, hoffentlich erfolgreichen Werder-Wochenende, wieder bei Werder TV Insight. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.